Am Ende wirst du tot vor mir liegen. Die kannst du auch noch tun. Ja, das ist... Das ganz schön viele. Wäre das mal mehr hier, oder? Nein, verdammt, ich hab meine Schlachtfolge. Da hinten sind halt schon wieder nervige Fernkämpfer. Das ist natürlich ein bisschen störend. Ja, ich würde ja... Ja, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, dass die dummen... Jetzt geht die Scheiße schon wieder los, dass diese dummen Fernkämpfe, dass ich nicht rausfokussen kann, weil... Das ist halt mega dumm. Das ist... Du kannst halt die Fernkämpfe nicht rausfokussen, weil... Das... Ah, Mann, das ist doch einfach dämlich, dass ich die... Ach, das ist einfach nur scheiße, dass man die nicht rausfokussen kann. Wie soll ich denn an den rankommen? Das ist, ich hau halt immer random irgendwelche Leute. Na gut, der ist jetzt tot. Jetzt ruft er schon wieder neue Leute an. Was soll denn das? Müsste ja lange mal Schluss sein, meine ich. Wer hältst du wirklich? Verkrampft sich übrigens lange mit der Finger hier nicht so weiter. Ja, endlich. Dann lauf. Kurz innen hin, dass du wegrufen musst. Ja, das klappt aber wie die manchmal nicht so gut. Ja, das war aber nicht. Na, fuck. Bleib hier! Mann, Mann, Mann! Moment, du hast noch mehr Munition für mich. Was gehört? So, darf ich jetzt bitte mein Schwert ernten? Oh. Also, wie. So richtig zur Ruhe kommst du diesen Spiel. Oh, wer seid ihr denn noch alle? So richtig zur Ruhe kommst du hier nicht, ne? Oh, das ist, oh, davon ist ein. Alter, was? Ich brauche einen durch die Hellspoon. Ja, das wäre tatsächlich eine gute Idee. Das ist. Jetzt hier, aue. Es funktioniert jetzt so ein bisschen besser mit den. Mit den Entfernungstypen rausfokussen, aber so richtig geil ist halt immer noch nicht, ne? Wann ist es alle? Ich schon. Es gibt ja so ein bisschen das Spiel, wo ich wirklich wegrennen muss. Aha. Das war keinen davon, so wie es aussieht. So! Ja, das ist wieder nicht volle Pfeile, ne? Weil ich leider irgendwie darauf bestanden habe, die noch wieder auf welche Leute hinzurichten. So, okay, das haben wir also auch. So, hier ist auf jeden Fall erstmal Ruhe. Wir können uns gleich noch das Artefakt hier holen. Kommen wir da irgendwie gut ran? Wenn wir schon mal hier sind? Also, es wird ein bisschen besser, mein Kampfstil, glaube ich. Also, das war trotzdem. Das ist. Unser Lager und das weiter drüben sollen zu einer großen Armee vereint werden. Sag, dass das nicht wahr ist. Ich teile meine Hände mit niemandem. Ganz meine Meinung. Es ist eine schreckliche Idee. Lässt uns ja, ja. Aussehen. Wir sollten einfach... Hey Dietrich, dieses einfache Metallgegenstand, denke ich Ihnen, ist der beste Freund dieses Einbrechers. Der Dietrich ist klein und lässt sich leicht verstecken. Er kann mühelos in der Handfläche oder selbst unter Zungen verborgen werden. In der Hand eines geschickten Diebes kann er dazu benutzt werden, schnell und leise die meisten Schlösser nicht magischen Schlüssel zu knacken. Naja gut, wie viele magische Schlösser gibt es in der Welt von Mittelerde überhaupt? Ich meine, ich habe immer mal gelesen, dass die Welt von Mittelerde keine Magie hat. Also es gibt keine Magie an sich. Es kann niemand zaubern, es gibt nichts. Das, die alle Gegenstände, die irgendwie magisch sind, die leiten sich immer alle irgendwie von den Göttern ab. Nee, solche Situationen gibt es nicht, Chef. Außer von Graux, wenn man die Städte ummauen hat und man. Achso. So, jetzt wollen wir mal gucken, wenn ich das Ding jetzt hier drehe, denn. Ah!
Herr, die Lage ist... Oh. Die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Aha. Okay, gut. Das können wir uns für die anderen Dinger sein. Dann machen wir mal die Schlangenklinge noch. So. Erinnerst du dich an mich, Abschaum? Was zur Planänderung, Leute? Jetzt habe ich hier das Sagen und als erstes werden wir die schwarze Hand erledigen. Vergiss mich dabei bloß nicht! Ja doch, mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Was haben wir noch? Zerfällte Botschaft? Ist das in Elfisch geschrieben? Oder ein Mein liebster Hirgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden, wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Erin. Erin. Eisenfesseln? Aha! Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Nett. Naja, gut, das ist, Wollt ihr das Ding wahrscheinlich auf der Rückseite irgendwie das Ding haben, oder? Oder? Ja. Wahrscheinlich vorne auf der Seite hier. Ja. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kalb? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon. Ich bin dein. Tschüss. So, haben wir alle durch. Wunderschön. So. Eigene Armee gründen. Ich will der Häuptling sein. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Toll. So, Festmahl verfügbar. Was ist denn Festmahl? Ach ja, ihn hier, dieses Makku Blut hier, dem ich ja auch erfolgreich gestorben. Was ist das denn jetzt hier? Machtprobe. Greifen wir mit seiner Machtprobe, um Saurons Armee zu schwächen. Da kann ich mich leider nicht hin teleportieren. Insofern ist das schwierig. Bringe Horze der Wahnsinnige um eine besondere Belohnung zu halten. Besondere Belohnung klingt gut, alles klar, wir hauen Horze den Wahnsinnigen um. Easy. Anscheinend komme ich heute zu nichts anderes mehr. Eigentlich sieht das im Mordor sogar relativ sonnig aus, wenn man hoch genug steht. Guck mal, hier oben, das ist. Eigentlich sieht sie ganz schön aus. Was ist hier noch? Ein Geheimnis? Schalte die Fähigkeit Kampfziehung frei. Okay. Achso, das ist ein Schwert. Achso, ist okay. Hui. Fleisch und Gemetzel. Schmerz und Leid, ich denke ja, dass sie gar nicht. Du garstige Made! Ja doch, sie träumen vom Schrecken. War das nur zwei? Das waren nur zwei. Das waren in der Tat nur zwei. Das ist ja praktisch. Das ist mir aber zu doof, wenn ich nichts plätte. Ja, Leute, hier finden. Was ist das für ein Geräusch? Das weiß ich auch nicht. Guck mal hier um die Ecke von Blase hier. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Ja, es, Der müsste eigentlich auch noch einer stehen, oder? Der hat mich doch bestimmt gesehen. Der hat mich nicht gesehen.
Mit Fall. Was mach ich denn hier? Nein! Nicht. Ich wollte ihn eigentlich aussaugen, weil ich bräuchte ja noch ein paar Pfeile. Hat es hier vorne noch einen Ork? Also sogar noch drei. Hervorragend. Und dann kann ich ja noch zwei Pfeilen. Ja, ja, diese Menschen. Diese Menschen sind schon sehr ärgerlich. Sie haben es am Morano nicht geschafft. Wie sollen sie es hier schaffen? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Aber guck mal hier. Oh, die kann sogar zweimal aus. Haha, so. Bin ich mal gespannt. Auftrag starten. Besiege Horte der Wahnsinn, eine besondere Belohnung zu erhalten. 10 Macht hat er. Oh je, dafür bestimmt wieder hardcore schwer. Oh, der sieht schon irgendwie so schlägermäßig aus. Also guckt zumindest nicht. Ein bisschen derpy, guckt da schon. Weiß er, dass ich hier bin? Ach, das war der mit dem Berserker, an dem ich da schon mal gestorben. Ich erinnere mich dunkel. Wenn du jedes Mal wieder aufstehst, nachdem ich dich getötet habe, wird das irgendwann langweilig. Ja, gewiss doch, aber... Geht das überhaupt ich bei ihm? Töte dich. Ich bin zu klug für diesen Trick. Ach, das geht bei ihm, das ist ja schön. Na, dann habe ich ja, nicht geklappt, wird es auch dieses Mal nicht. Ja, dann, dann machen wir es halt so. Kann ich ihn jetzt greifen? Wie ist das? Aufzehren? Ach so, das ist. Na gut, das bringt ihn ja eher nicht so. Vor allem, ich hau ihn das Messer in ihn hier an und das macht nur so wenig Schaden. Mit Tolben dann angreifen. Ja, ja. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Ich glaube, ich werde besser. Wie viele Uruks kannst du im Tod befehligen? Hey, purer Hass, episch. Stellt bei deinem Kampfbrandmann 4 Elbengeschosse wieder. Oh, wir sind ihren alle. Na gut, dass ich gerade mein Zeug aufgefüllt habe. Oh, da hab ich nicht durchgeladen. Sorry. Wenn diese Aufladung schneller gehen würde, das wäre mir ein Fest. Na gut, dass einer überlebt hat. Bleib mal bitte schon hier. Ach, schön. Oh, ich hatte gerade kurz Angst, dass er noch stirbt, bevor ich ihn leer sauge. Die hinten sind hinter mir, sind auch schon wieder respawned. Oh, das ist ein Ärger. Ja, Freunde. Hier treibt sich ein Mörder herum. Ja, ich weiß nicht, ob man bei Orks unbedingt von Mord sprechen kann. Vielleicht eher von Reinigung? Das Richtige tun? Irgendwie sowas? Meine, kann man einen Ork ermorden? Oder zumindest kann man einen Uruk ermorden? Ist das überhaupt möglich? Der gute alte Horser? Ja, das. Ich glaube, das war auch so ein Typ, der mich schon mal umgenietet hat, wo ich das letzte Mal versucht habe, den wegzuhauen. So, was haben wir hier noch Schönes? Machtprobe. Machen wir mal eine Hauptquest noch am Ende. Aber das schaffen wir ja nicht mehr. Der Ragnetapor. Was haben wir hier? Aschka, der Zerschmetterer. Ja, langsam gehen mir die Herausforderungen. Dafür, dass ich am Anfang noch so irgendwie doch recht viel davon hatte. Schalte für die Töchter gerne die Fähigkeit terrorisieren. Freuen. Was ist das hier? Greife golden die Schlange, bis er früher so eine Gefolgsstelle zu kreieren, um auch unsere Armee zu schwächen. Aber kann ich da wie schnell hinreisen? Es gibt leider irgendwie keine Dings mehr, die irgendwie in der Nähe von so einem Schnellreisepunkt sind. Das ist sehr ärgerlich. Warte mal, ich glaube, ich hole mir jetzt einfach diesen Turm da hinten, den Schmiedeturm. Dann habe ich wissen alle Türme. Theoretisch könnt ihr hier einfach durchrennen, ne? Ich habe sowieso voller HP. Ich kenne ja so einen Zoom an. Die hatte ich noch gar nicht. Doch, hatte ich. Das hat gänzlich wieder hergestellt und das ist ja nice. Da kommen endlos welche nach, macht dir keine Sorgen. Also meinst du, ist das nicht wirklich Mord an die Orks, weil unendlich viele nachkommen? Das ist aber auch eine Weise, das zu sehen. Also ich weiß ja nicht, das ist... Schleichaufziehung oder Schleichtötung? Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien, wenn ich ihren Faust in ihre Ja, das ist auch ein absolutes Rätsel, warum Leute... Ach, mal, hier ist wieder so ein Zeichen, was ich mal mitmachen. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Der Uruk wurde umgebracht, das ist offenbar nichts, aber... Da ist das. Ist das hier so ein Zeichen oder habe ich mich gerade getäuscht? Was soll das werden, wenn wir fertig sind?
Eine neue Straße? Ein neues Fundament? Sei einfach ruhig und grab weiter. Oder die Orks machen das Loch zu deinem Grab. Ich würde... Ach, Talion, lass dich doch bitte... Nein, nicht ganz. Och, Talion, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist! Ach. Einige sagen, ein Häuptling sei getötet worden. Einer? Das ist ein komisches Nest. Nee, das ist aber nicht das Zeichen. Das glaube ich nicht. Hat sich sicher selbst umgebracht, weil ich ein Grabwandler verhext hat. Der Grabwandler, den verhext du so. Hä, was... Was für ein Zeichen suche ich denn hier? Laut Karte ist hier irgendwo ein komisches Zeichen, aber ich hab... Ach, hier! Im obersten Turm, also wirklich, das ist... Was zum Geier machst du da? Ich klettere an einen Turm umher, sieht man das nicht! Hast du übrigens noch andere Skillpunkte? Ich hab noch Skillpunkte, stimmt, ich hab noch diese komischen, die Gummipunkte, ne? Die anderen hier, Moment, wo sind sie denn hier? Verbesserung? Was ist Verbesserung? Ne, die hier. Hier, genau, ich würde mal mehr Lebenspunkte leveln, das ist vielleicht gar nicht schlecht, was ich das mal mache hier. Nice, ist schon wieder vorbei. Du kannst die auf der Karte markieren, da findest du die einfach. Upsala. Was für ein Lügner! Hui! Flop. Ach, schön. So. Das war jetzt übrigens der Schleichkill. Den ich mit Vollgas rangerannt bin an den Typen. Hallo! Schleichkills! Danke. Ich bin ja unfassbar gut im Schleichkillen, also das sieht man ja schon, dass das. Freiheit. Ja, ja, Freiheit, ja, bestimmt. So, ich würde aber eigentlich zu meinem Turm, Freunde. Hm? Hat er jetzt schon wieder das Ziel verloren? Moment. Klettern ist gut, aber die Klettern... Was? Aber das ist gut. Das ist gut, das ist nach allem aus, aber Klettern kann es nicht sein. Was? Das war ein großartiges Kletterwunder meinerseits. Also, es ist selten, dass jemand so gut geklettert wie ich an der Stelle. Das bringt es ja überhaupt nicht, wenn ich hier Orks noch umbringe, oder? Achso, in jedem Bezirk gibt es ein komisches Zeichen, oder zumindest weiß ich jetzt, dass in diesem Bezirk kein Zeichen mehr ist. Es ist ein bisschen lächerlich. Nein, nie, hier würde niemand schleichen. Ich bin die Unauffälligkeit selbst. Das hört sich nicht gut an. Nee, überhaupt nicht. Du bist ein anderer Typ. Der Mörder ist weg. Ist der gerade runtergesprungen? Was, von hinten? Wollt ihr mich von hinten angreifen, Freunde? Ihr steht direkt vor mir, oder? Die müssen wir mal nehmen lassen. Wir gießen uns die Munition aus, wenn ich so weitermache. Oh fuck, wer sind die denn alle? Oh verdammt. Oh, da hinten ist ein Informant. Was, ich hab doch geblockt. Ach, ich kann zweimal drücken. Ja, das ist ja... Ach, nice. Warte, ich kann doch eigentlich, wenn ich den Spaß hier mache. Ja, verdammt. Ich würde gerade sagen, wenn ich den Spaß mache, kann ich doch eigentlich. Eigentlich ziemlich nice hier meine Schlachtfolge aufladen, oder? Also, die Schaden scheinen die davon auch nicht zu nehmen. Ja, ich hau halt den anderen, den ich nicht. Schlachtfolge auf uns ist super, das. Sind hier mehr Schaden im Team? Der hat es auf jeden Fall auch hinter sich. Jetzt kommt wieder keine Killzeit ein. Ja, ich will aber nicht eintöten, ich will, wenn, dann AOE machen. Bei vielen Gegnern bietet sich ein Area of Effect. Warte, hier. Das muss ich auf jeden Fall auch mal leveln, dass ich irgendwie einzelne Gegner. Ey, danke für den Follow-Kicker, wie der nebenbei merkt. Ein einzelnes Kraut befindet sich ja nicht. So, ich hol mir jetzt diesen dummen Turm, dann sind wir fertig für heute. Meine Fresse. Das ist ja eigentlich für eine riesengroße Straße, wo ich hier gerade mal so sehe. Das bauen die hier? Das ist eigentlich sehr, sehr kunstvoll, oder? Wenn man sich dieses weißen Stein mal so anguckt. Der AOE von Wraith Flash ist halt nicht so gut. Ja, aber ich habe leider keinen anderen. Ich hau halt lieber... Nein, nicht da runter! Gibt halt... Ich hab halt nur mal keinen anderen AOE. Was soll ich denn machen? Oh, Kaurados? Nee. Das hier hinten ist noch eine Quest, ne? Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich muss hier jetzt lang rennen. Ach, ich muss hier einmal komplett... Ja, andersrum ist auch besser.
Der ist übrigens Karados, nicht Kaurados. Warum auch immer ich mal Karados sage, sie heißen Kaurados. Wahrscheinlich werde ich gleich in den Viechern sterben. Gibt doch keinen anderen Aoi. Ah, das ist ja großartig. Das ist ja schön, dass es gar keinen anderen Aoi gibt. Ich habe natürlich die Karados aufgefällt. So. Na, ich bin draußen tot. Obwohl, weil eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich hier konstant wegrennen können, oder? Serpentinen! Wo ist denn dieser dämliche, lustige Turm eigentlich, den ich hochspringen könnte? Oh, der ist hin. Das ist dieser Turm, oder? Das ist doch genau das Gebäude, was vor mir steht. Ja, ja, genau. Ja, ja, macht immer die Karados, Freunde. Ich hole mir in der Zwischenzeit meinen Turm und dann ist das Leben auch viel einfacher. Ja, ja. So, war das jetzt so ein bisschen der letzte Turm? Blom. Yay, es war tatsächlich der letzte Turm. Wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Jo, das war zumindest für diesen Bezirk hier der letzte Turm. Das ist ja großartig. Schließe weiter auf der Fremde, muss er freischalten. Ach ja, gut, dann gibt es wahrscheinlich noch einen zweiten Bezirk, wo ich die Türme noch nicht habe. Naja, egal. Wo kommt da ein D her? Karagos? Keine Ahnung. So, wie dem auch sei, mach jetzt noch heute Schluss.